Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, und wie ihr heute seht, seht ihr uns zu dritt. Und ja, das letzte Video ist schon ziemlich lange her. Und ja, wir möchten heute mal ein Feedback-Video geben, beziehungsweise ja, unser Resümee zu dem Video, was wir damals vor einigen Wochen oder Monaten gemacht haben zu dem Thema Snoozer. Das ist dieser, ja, Babymonitorüberwacher. Und das ist er, so sah er aus. Und wir haben ja jetzt eine sehr, sehr lange Zeit mit dem Snoozer verbringen können und das Ding getestet. Und da wollten wir eigentlich heute mal ein paar Erfahrungsberichte sagen, beziehungsweise euch erzählen. Wir haben auch ein paar Zuschriften, oder ich habe ein paar Zuschriften bekommen über Facebook, über Was ist los? Über YouTube, und die Leute haben gefragt, wie es denn so ist, weil wir konnten das ja seitdem noch nicht testen. Wir haben es halt nur ausprobiert oder haben das Ding damals gekauft. Ja, und das hier ist die Emily, meine kleine Tochter. Sandra kennt ihr ja, meine Frau. Und mein Sohn liegt gerade hinten im Bettchen. Der ist Mittagsschläfchen am Machen, aber Emily wollte heute auch mal mit aufs Video. Genau. Ne? Weil sie hat ja nachts den Snoozer dran. Guck mal. Das ist dein Snoozer. Mhm. Du hast jetzt was anderes gesehen. Ja. Guck ganz neugierig. Guck mal hier, mein Schatz. Und ja, Emily war ja damals auch mit auf dem Video, als wir den Snoozer getestet haben. Gell? Ja, genau. Und mein Schatz. Und ja, also, wir haben es getestet und wir müssen sagen, leider geil. Ja, oder? Auf jeden Fall, ja. Leider geil. Seitdem wir den benutzen. Also wir haben zwei Stück davon. Genau, ja, klar. Und wir müssen dazu sagen, in der Bedienungsanleitung und auf der Seite von der Firma wird darauf hingewiesen, dass bei Zwillingen es nicht verwendet werden soll, zwei Stück in einem Bett, weil die Vibration oder das Ding so empfindlich sein soll, dass praktisch, wenn ein Kind aufhört zu atmen, dass der Snoozer trotz alledem von dem anderen Snoozer erkannt wird. Also bei den Matten war das tatsächlich so, die man auf die oder unter die Matratze legt. Das geht nicht mit Zwillingen, da müsste man die in getrennten Betten legen. Und bei dem Snoozer wäre das theoretisch auch nicht möglich. Die haben davor abgeraten, gewarnt. Die guckt mich immer an. Ja, ja. Und wir haben es aber probiert. Wir möchten aber jetzt hier generell keine Empfehlung für Zwillinge aussprechen, sondern das beruht einzig und allein nur auf unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und jeder muss selber wissen, ob er das machen möchte. Bei uns funktioniert es. Wir müssen aber auch dazu sagen, wir haben, sie liegen beide in einem Zwillingsbett. Gell? Mit deinem Brüderchen liegst du in einem Bettchen, wie sie lacht. Gell? Ja. In einem Zwillingsbett mit 1,20 m x 1,20 m. Ja. Und beide Kinder liegen weit genug auseinander. Ja. Ja. Wir haben es auf Herz und Nieren getestet, dass wir den Snoozer mal alleine auf die Bettdecke gelegt haben und dann ist sofort Alarm ausgelöst. Trotzdem ein anderes Kind oder das Kind, ein anderes Kind von uns daneben lag. Also das war überhaupt kein Problem. Und das hat funktioniert, gell? Ja. Ach, also was ich eben sagen wollte, seitdem schlafe ich auch endlich ruhiger. Ohne Snoozer bin ich immer wach geworden und habe geguckt, oh Gott, liegen die auf dem Bauch? Dann habe ich die wieder zurückgedreht. Und ja, hatte halt Not, dass sie irgendwie, also habe dann die Hand auf den Brustkorb gelegt, ob die noch atmen. Und seitdem ich halt den Snoozer habe, schlafe ich ruhiger, werde nicht mehr wach. Also es ist sehr beruhigend und es funktioniert. Ja, finde ich auch gut und ich gucke auch nicht mehr so oft, aber ab und zu wird die kleine Maus ja noch nachts wach, ne? Noch ganz durchschlafen tut sie nicht und deswegen gucken wir sowieso immer öfters mal. Man wird ja auch manchmal wach nachts und dann geht man eh gucken, weil man Sorge hat einfach. Also so ist das bei uns. Aber das macht jetzt nichts und also wir schlafen jetzt viel ruhiger mit diesem Snoozer. Aber wie gesagt, wir möchten hier generell nicht sagen, dass die Firma Unrecht hat mit dieser Sache. Das können wir auch nicht, aus rechtlichen Gründen machen wir das auch nicht. Es ist nur, wie gesagt, rein Erfahrungserwerte von uns. Wir machen das so, weil wir haben es getestet und bei uns funktioniert das. Mit zwei Snoozer in einem Bett.
Wenn das Bett vielleicht kleiner ist oder wenn die direkt nebeneinander schlafen, wäre das wahrscheinlich noch eine andere Geschichte. Aber da wir schon direkt ein großes Bett gekauft haben, wo beide Kinder drin auch in den nächsten 2-3 Jahren schlafen können, dann, ich gucke dich nicht mehr an, gell? Das ist der Papa, gell? Und was lachst du denn, Schatz? Und dass sie auseinander liegen und sich auch nachts eigentlich gar nicht drehen und immer auf dem Rücken schlafen und auch Lust zum Schlafen haben in der Sache, ne? Ist es eigentlich auch kein Thema. Wie gesagt, ich habe ja euch ja gesagt, der wird hier an die Pempi gemacht und klickt dann, man kann das dann einschalten. Also ich mache es einmal kurz an. So, erstmal kurz synchronisieren. So, jetzt haben wir den einmal synchronisiert. Noch nicht. Also, ach, den habe ich noch nicht synchronisiert. Nee, muss warten. Ja, ja, ist die Batterie auf. So, jetzt ist er synchronisiert. Und jetzt kann man den... Ich mach mal hier vorne. Ihr hört das und das hört man nachts. Ja. Die Frequenz des Atmens kann man halt mit so einem Takt eingeben. Das hat 3 Lautstärken und das kann man eingeben. Das hört man auch übers Babyfon und ich höre das sogar vom Elternschlafzimmer bis ins Kinderzimmer. Das ist die Luftlinie 1,50 Meter. Ja, das liegt bei uns nicht weit auseinander. So, und das Klicken hört man nachts und da haben wir 2 von und dann klickt das immer automatisch. Und wenn das denn aufhört, dann fängt halt Alarm an. Auch den Alarm hört man übers Babyfon. So, jetzt haben wir natürlich auch zwischendurch mal 5-6 Fehlalarme gehabt. Ja. Ganz normal, passiert. Wenn die zum Beispiel auf der Seite liegen, dann liegt er nicht so ganz auf dem Bauch. Ja, genau. Wenn die Pampers zu voll ist, dann auch, aber ansonsten funktioniert genau, das zuverlässig. Weil dieses Gumminippelchen hier immer Körperkontakt zum Bauch oder auf dem Bauch haben muss, auf dem nackten Bauch. Und oder es könnte auch ein Strampler drüber sein, aber es sollte immer Körperkontakt haben. Genau. Aber auch wenn er manchmal oder selten Fehlalarm macht, wir werden wach davon. Wir gehen gucken und wir sind beruhigt, weil alles trotzdem in Ordnung ist. Ich sag lieber 3-mal mehr Fehlalarm als nachher einen echten Alarm. Aber einen Fehlalarm hat man in jedem System. Ne? Ja. Wir haben so viele Systeme durchgeguckt, gell? So viel haben wir durchgeguckt, damit ihr Mäuse nachts gut schlaft. Oder eigentlich, ihr schlaft ja eh gut, aber dass die Mama und der Papa gut schlafen, gell? Ja. Ne? So, und Mäuschen, gell? Ja, und daher, also wir können den einfach nur empfehlen und sagen, der Snoozer war für uns die beste Entscheidung und die unkomplizierteste Entscheidung. Ja. Es gibt Systeme, die 300 Euro kosten und für Zwillinge bis zu 600 Euro los. Oh, das ist so ein System mit der Socke, wie heißt das Ding? OLED. OLED, ja. Ja. Ist das auch App-gesteuert, cool ist, ne? Ist App-gesteuert. Ja. Das Handy muss ständig an sein, genau. Damit auch da was draufkommt. Vielleicht ändern die da nochmal was an der Software. Hm. Die Matten sind super für ein Kind, die hatten wir auch gehabt. Aber wenn ein Kind sich bewegt, wird das von der anderen Matte auch erfasst. Und daher war das für uns leider nicht möglich, die zu nutzen, außer dieses System von Snoozer oder diesen Snoozer für Zwillinge. Und da sind wir sehr, sehr froh drum. Ich muss echt sagen, das Ding ist wirklich genial. Mhm. Ja, man hört es, der Alarm ist laut genug. Wir hatten gestern mal ein Synchronisationsproblem, aber da haben wir dann die Batterie rausgeholt, eine neue gemacht. Normalerweise zeigt ihr eine leere Batterie an, ich weiß es nicht. Und man weiß ja nie, wenn die Dinger kommen. Also bei uns war es so gewesen, wir hatten ja 2 Stück bestellt. Beide Batterien waren schon da drin und in Leistung. Man weiß ja nicht, wie lange die... also wir haben es bei Amazon gekauft. Manchmal waren die vielleicht auch schon in Benutzung. Da werden die sauber gemacht, vielleicht noch desinfiziert und wieder original verpackt. Ne? Das kann passieren. Also ich habe auch schon mal ein benutztes Ding, also nicht ein Snoozer, aber was Benutztes bekommen. Das habe ich sofort auch wieder reklamiert. Oder das Ding lag halt auch einen Monat oder 2 im Lager. Ne, bei etwas kühleren Temperaturen oder was, ich habe keine Ahnung. Die Batterie wurde also gewechselt und jetzt hat es wieder funktioniert. Ne? So, wir haben 2 Jahre Garantie drauf. Ein Jahr muss das Ding durchlaufen, weil in einem Jahr, also von Geburt an bis zu einem Jahr, geht man davon aus, dass ein Kindstod praktisch noch einsetzen kann. Aber das sind Sachen, da haben wir uns auch Gedanken drum gemacht und mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Ja. Ja, alles gut. Ihr seid gut gesund, gell? Und wir haben uns auch mit dem Thema auseinandersetzen müssen.
an der Geburt auch eine Ärztin oder nach der Geburt eine Ärztin mit uns über den plötzlichen Kindstod gesprochen. Und man kann schon sehr, sehr viel in der Sache runterschrauben oder auch indem man halt viele Regeln befolgt. Genau. Ne? Dass das Kind zum Beispiel in einem Schlafsack schläft, keine Decken, keine Stofftiere im Bett. Harte Matratze. Rückenlage. Rauchfrei. Ja, 18-19 Grad, genau. Wenn Alkohol 18-19 Grad im Zimmer eingepackt. Das hatten wir im Sommer jetzt leider nicht. Da hatten wir das teilweise auch 39 Grad. Da lassen wir die halt im kurz am Bodypen. Genau, da haben wir die auch im Bodypen lassen. Das ist dann egal. Aber es hat funktioniert und heute ist die Maus 7 Monate alt, gell? Ja. 7 Monate ist die kleine Maus. Und noch was mir gerade einfällt, wenn Kinder halt nur in Bauchlage schlafen, da habe ich auch gehört, ja, es gäbe Abdrücke. Aber bei meinen, also die haben jetzt keine Abdrücke, das stört die auch nicht, wenn sie auf dem Bauch liegen. Das funktioniert auch wunderbar. Und man hört den Alarm, wenn die auf dem Bauch liegen. Das ist auch wichtig. Ich hatte einen Fehlalarm gestern Nacht, da lag der Junge auf dem Bauch und ich habe es gehört. Ja. Abdrücke macht das Ding nicht, dann wurde das falsch festgemacht. Genau. Wir benutzen das jetzt schon über ein halbes Jahr und, nicht ganz ein halbes Jahr, vier Monate. Und da haben wir noch nie einen Abdruck gehabt. Ich weiß nicht, das beruht nur auf Rezensionen von Amazon und ob das stimmt alles, das ist natürlich die Frage. Ne? So. Mhm. Und? Jetzt bist du größer als ich. Als wie ich. Was ist das für ein Deutsch? Ne? Und wie gesagt, also wir können den empfehlen. Ja? Super. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr sicher schlafen wollt, benutzt den Snoozer. Es ist echt gut, unkompliziert, ohne groß Technik, mit Strom, Batterie rein. Die Batterie hält 5 Monate. Jetzt hat sie 4 gehalten oder so. Genau. Ja, mein Gott. Die Batterie kostet 2 Euro und Ende aus Mickey Maus. Und dann habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht, wenn ihr dadurch besser schlafen könnt und Angst habt, dass was passiert. Ja. Und ich habe am Anfang auch nie gedacht, dass das so passiert. Aber auch ich hatte Angst, wenn du Kinder bekommst oder wenn das Kind kommt, dann hast du immer Angst. Ja. Ne? Manche Leute sind auch da ein bisschen schmerzfrei. Ich bin etwas schmerzfreier als sie. Sie hat große Angst davor, aber ich kann das auch nachvollziehen. Ne? Ja. Und die sind so süß, die zwei. Ja. Und ich bin froh, dass wir die beiden haben. Auf jeden Fall. Und dass wir den Snoozer haben. Ja. Und der bringt uns durch eine gute Zeit. Mhm. Und somit brauchen wir keine Angst, vom Kindstod zu haben. Ja. Und daher sagen wir ganz klar, ne, machen wir mal Daumen hoch. Daumen hoch, guck mal, mach mal Daumen hoch. Na? Daumen hoch, Daumen hoch. Nee, du willst jetzt runter, ne? Ja. So, genau. Die Emily will jetzt beschäftigt werden. Das machen wir jetzt auch. So. Und wir verabschieden uns jetzt und sagen tschüss, vielen Dank fürs Zusehen. Und wie gesagt, wenn ihr richtig ein Babyüberwachungssystem wollt, ohne großartig Geld auszugeben, also 300-400 Euro bei Zwillingen, auch 600, alleine oder 600, Snoozer, Daumen hoch. 120 hat er Daumen hoch. Gekostet. Super, ne? Genau, Daumen toll. Hoch, auf jeden Fall. Ja, ja, ich hoffe, dass... Ich hoffe, dass demnächst wieder was Cooles kommt. Momentan gibt es nur Filme, aber die Filme haben jetzt auch schon andere Leute vorgestellt und ich mache das ja nicht unbedingt mehr, nur wenn ich wirklich Lust habe. Meine Michael Jackson Figur ist noch nicht gekommen. Die letzte Figur oder das letzte Hot Toys Ding, das war ja der Batpod von Batman, aber bisher ist noch nichts anderes gekommen. Alle anderen Sachen haben noch VÖ. Michael Jackson von Scheiße, von welcher Art? Ich habe jetzt die Firma vergessen. Ja. Den großen Michael Jackson, die Figur, habe ich immer noch nicht, wie gesagt, bekommen. Die ist jetzt auf den Oktober, November verschoben worden. Die sind nur am Verschieben. Das Ding soll schon dreimal fertig sein und ist immer noch nicht da. Die kriegen es nicht gebacken. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass er bald kommt. Und dann hoffen wir auf ein schönes Video. Und jetzt wird es wieder ein bisschen kühler, jetzt kann man auch wieder Videos machen. Das heißt also, ich werde auch demnächst mal das ein oder andere Video schon machen. Vielleicht mache ich mal eine komplette Film-Overview oder Sammlungs-Overview. Da habe ich immer mal zwischendurch Leute gehabt, die mich danach gefragt haben, kannst das nicht mal machen. Aber ich habe das Problem halt meistens immer zeitliche Gründe und dann manchmal auch keine Lust. Und jetzt hier über die heißen Sommertage, da hatte ich auch keinen Nerv gehabt, Videos zu machen, ne? Und ich habe mich um meine Kinder mehr gekümmert, denn das ist so schön, die Zeit, die werden so schnell groß. Und wenn ich jetzt noch Bilder gucke von der Geburt und jetzt sind 7 Monate rum, die essen schon fast selbstständig, die können ihre Trinkflasche schon selbstständig halten. Die Zeit so läuft so schnell und dann muss man einfach die Zeit genießen. Dann sind mir Videos auch egal, aber
das kriege ich nie wieder, diese Zeit mit meinen Kindern. Ne? Ja. So, also, ihr Lieben, macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video und macht's gut. Happy Halloween und fröhliche Weihnachten, aber wir sehen uns vorher nochmal. Bis dann, euer Andi von Andis Kinoblog und eure Emily von Emilys Kinoblog und Sandra von Sandras Kinoblog. Bis dann. Ciao. Die lacht wieder. Ja. So, ich übergebe mal, ich mach die Kamera aus. Okay. Tschö. So, jetzt gehen wir los. Das ist meins.